Zusammen und willkommen bei Ark Survival Evolved mit Anduin Hallo, grüß euch. und meiner Wenigkeit Tifa. Jawohl. Der Anduin braucht einen neuen Kaiser Franz. Wer die letzten Folgen gesehen hat, wurde der Kaiser Franz geschnattert. Jo, leider von einem Kanosaurier. Ja, und ich hier ein bisschen Holz farmen. Ich will die Decke weitermachen. Oder soll ich dich unterstützen? Na, passt schon. Okay. Ich glaube, einen Parasaurus komme ich gerade noch an. Das sollte funktionieren. Tussi. So, ich schaue jetzt gerade, was ich für einen Parasaurus-Sattel benötige. Tussi, komm dann mal mit mir. Braves Mädchen. Parasaurus-Sattel, Leder 80, Fasern 50, Ach, Holz 15. Für die Wegfindung was tust denn du da herin? Ja. Wer hat den Hund ins Haus gelassen? Ah, fürs Mädchen, da komm her. Da komm her. Und hinten wieder raus. Genau. Die Türen, wer macht die Türen zu? Ich mach die Tür zu. So, welche du kommst auch mit? Parasaurus-Sattel, da ist er. Stellen wir das nochmal her. So. Da ist er. Wölkchen, du bist ein bisschen sehr ungeschickt, glaube ich. Mit deiner Größe. Die Wegfindung ist Wahnsinn. Ah, da ist es ja. Übrigens, du hast einen Wasserschlauch im Kasten, gell? Dann die Metallpicke ist noch immer erinnern. Ah, okay, ja, werde ich mir dann holen. Jupp. Gut, so. Ganz wichtig, Meoberis brauchen wir auch noch mit, das haben wir aber da falsch. Meoberis finden wir in der Kiste, wo Meoberis eben drinnen sind. Und zwar ist das da. Zack. So, aber jetzt. Und zwar hätte ich ja eine gewisse Vorstellung für den Parasaurus. Wölkchen, du bist ein bisschen dämlich. Jetzt ist nur die Frage, ob wir den auch noch finden. Was macht denn das Floß? Ist das abgetrieben? Nein, so wie ich glaube das letzte Mal da hingestellt. Oh Gott, da drüben sind jede Menge Spucker. Wo? Da wo ich Holz farmen will, soll ich da einen kleinen Macho mitnehmen? Mir? Ja. Ich gehe. Ja, ich nehme da einen kleinen Macho mit. Nicht? Was sagt man da drauf? So, setze Aggressionen auf. Wird aggressiv. Bla. Angreifen. Ich soll das passen, hoppala. Gut, dann bleibst du mal da. Und. So. Wenn wir Glück haben, Tussi ist das, auf was steht denn der drauf? Auf einem Felsen, oder? Naja. Ist ja stark. Stehen mitten im Wasser. Wenn du dann unter Wasser schaust, steht er auf einem Felsen. So, er kackt auch ins Wasser und es bleibt oben aufliegen. Also spannend. Ja. Naja, es ist nicht eigentlich der. Das. Ja, richtig, genau. So, ja, nach was ich suche, ist ein Parasaurus, den sieht man irgendwann, kurz nachdem ich ihn Kaiser Franz getankt habe. Ist mir der über den Weg gelaufen, ich glaube, dass das da herüben war. Du Pussy, und du hältst dich jetzt mal zurück. Und der war dunkel und hatte einen weißen oder einen hellen Kopf. Den würde ich gerne wieder finden. Wie wird es heute nichts mit Schießen? Rennt schon mit Pfeilen.
um A herum, aber er bewegt sich nicht. Nein, Tussi, lass es doch in Ruhe. Alles, was du angreifst, greift sie auch an. Ne? Ja. Du müsstest auf passiv, glaube ich, stellen, dann ist ihr alles egal. Aber es ist jetzt nicht wichtig, also du musst nicht unbedingt da einen Themen, weil das kann ich in meinem Parasaurus abeinander machen, dass wir so einen männlichen Spucker noch haben. Mhm. Weil ich tue mir vielleicht leichter, ich habe keinen kein Wachhund mit, der den Drang hat, einen zu beschützen. Naja, ich habe dafür gleich wieder Fleisch und Leder. Und Mädchen, ja. Wo ist jetzt hier die andere? Waren ja gleich ein paar solche schirchen Dinger. War nämlich nicht so schön wie meine. Gut, macht nichts. Truhe verschoben. Wurscht ist mir. So, naja. Gut, wir brauchen Holz. Dann laufen wir mal die Insel ab. Und da. Oh Gott. Brontosaurier. Was tust denn du da? Die Insel ist viel zu klein für so ein Riesending. Ah, Wölkchen, komm mit. Hast du gesehen, das war jetzt wie beim Dreierteil von Herr der Ringe, wo es durch die Beine der Olefanten reiten. Wir laufen durch die Beine eines Brontosauriers. Wir brauchen Holz. Für eine Holzdecke und für die Veranda. Ja, und unser kleines Stego-Mädchen hört man mal wieder im Hintergrund. Ja, die ist wieder ganz aktiv. Heute ist sie wieder aktiv. Ich glaube, wir haben ja schon herausgefunden, es ist nicht, dass wir was aufnehmen grundsätzlich, weil unsere Stimmen hört sie auch so, sie geht, glaube ich, nach den Headsets. Weil sie sieht direkt zur Tibra hin und anscheinend immer, wenn die das Headset drauf hat, ist ja, das genau. Das Stichwort, dass er sie ins Laufrad schmeißt. Und Lärm macht. Und Lärm macht, ja. Oh, Veranda, wie gesagt, brauche ich. Und Decke. Gut. Ein Holzgeweg braucht man nicht. Holzfenster. Aber den möchte ich auch noch ausprobieren, wie das ausschaut. Den Gehweg? Holzdecke. Ist natürlich eher dann, wenn wir beginnen zum Verschönern und so, also wenn einmal die wichtigen Sachen alle fertig und aufgebaut sind. Dann werden wir sie dem einmal widmen, dem Thema. Tussi, wo bist du? Ich hätte einen Schwanzwidler des Brontos zwischen den Felsen. Schaut super aus. Man sieht nichts außer den. Nein. Der war ja eigentlich auch schön. Da ist ein Flugsaurier. Ein helles Braun mit irgendeiner dunklen Farbe gemischt. Cool. Ja, aber wir brauchen noch Satteln und das ist viel Leder. Ja, ich kann den Sattel auch noch nicht. Ich glaube, dass das mit Level 35 kommen wird. So, schaust du auf die Zeit? Okay. Ja, die Zeit bitte. Jo, passt. Die brauchen, glaube ich, auch zum Reparieren. Ah, oh, das hätte ich ja Fasern. So, irgendwie gibt es hier jetzt natürlich, jetzt wo ich ein paar Saus brauche, keinen einzigen. Dafür jede Menge Todos. Ich glaube, ich habe schon 10 Todos gekillt.
Aber das ist ja schön, ne? Die, außer ihren jämmerlichen Gekreische wehren sie sich nicht wirklich. Man kriegt doch einiges raus. Brauch Fasern, keine Beeren. Den Niedlichkeitsfaktor können sie auch nicht unbedingt verwenden, weil so eine Schönheit sind sie nicht. Nein, nicht wirklich. Und die Farbkombinationen sind ätzend. Ja, zum Teil. Naja, das sind die Punks unter den Dinos. Wobei ich damit nicht sagen will, dass die Farbkombinationen von Punks ätzend sind. Also, das war jetzt nicht die Aussage. Sondern generell die Farben, die hier zum Einsatz kommen, erinnern uns etwas daran. Soll keine qualitative Aussage sein. Ups, und da haben wir wieder einen Spucker. Solange du nicht auf meinen losgehst. Und da ist er auch schon wieder weg. Ja, das schaue ich nicht. Gehe mal davon aus, dass der nicht in meiner Nähe ist. Oh. Ich glaube, ich kann leveln. Machen wir, wenn wir das andere Ufer erreicht haben. Tussi, du stehst in der Luft. Wie schaffst du das? Das ist ein Foto. Du bist ja gar kein Flugding. So, wir essen mal was und dann schauen wir da mal rein, weil, jawohl, wir können leveln. Das mit der Punktevergabe machen wir später. Ha, sie ist wieder am Boden. Oh, eine Tussi. So, dann schauen wir da herüben. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, dass wir nicht den falschen Dino angreifen. Da ist die T-Para gerade unterwegs. Wo bist du denn? Ah, da. Auf der Birsch. Sie hatte kurz nachgeblickt. Ich sie. Ah ja, okay. Das heißt, der Nasendino hat sich gerade aufgeregt. Mal wieder geschreckt. Wie schaust du aus da? Naja, außerdem ein weiblicher, wir brauchen einen männlichen. Einen weiblichen Parasaurus haben wir schon. Wir brauchen ja ein Bärchen. Na, den schönen, der mir damals so gefallen hat, der ist jetzt natürlich nirgends zu finden. Aber drüben nicht auf der Insel. Ja, denn du kannst ihn ja, glaube ich, umfärben irgendwie. Der Dunkel mit dem hellen Kopf. Ja, aber also wir haben das selbst am Server gesehen und dann auch auf ein paar Let's Play Videos. Also ich finde die Farben einfach schrecklich. Die Naturfarben, was die Dinos haben, das ist schon schöner. Oh, schauen wir mal, kann ich schon wieder was basteln? Ja, Tussi. Außerdem kommt mir das auch irgendwie ein bisschen merkwürdig vor. Ach. Wenn man sein Tier einfährt. Ah, irgendwas greift mich an. Okay, ich komme retour, ich bin aber jetzt schon weiter weg. Na, das macht nichts, die Tussi passt auf mich auf. Okay, also brauche ich nicht kommen. Gut. Nein, ich habe ein braves Wachentier. Ja, super brav bist du. Oh, kriegst noch ein Fleischi. So, ein braves Wuffi. Ja, braves Wuffi. Das wollte ich. Einen Wachhund für mich. So, jetzt schau ich noch mal da rein. Du gehst aber nicht davon aus, dass dir der Wachhund vorher einen T-Rex beschützt oder so. Also nicht, dass du dann stehen bleibst. Oder nicht der nächste gegenüber. Kannst du zuschauen? Ja, kurz. Kannst zuschauen, wie dein Wachhündchen gefressen wird. Naja, du, sie hat jetzt 53, sie ist nicht so. Die was? Level 53 hat die? Ja. Boah, die ist ein Killer. Leicht zu knacken. Du, ein also Killer. Der Killer. So.
keine Der würde mir schon gefallen, aber es ist ein weiblicher. Narkotikquelle mehr. Ui, die habe ich jetzt mitgenommen. Na, das macht nichts. Ich habe meine Tussi dabei, die passt schon auf mich. Okay, du kannst auch bald leveln. Da hast du jetzt alle verschossen. Ich habe nur 7 oder was drin gehabt Ach so, im okay. Inventar. Also. Was ist da? Ah, ein Biber. Ja, wenn wir da einen Sattel schon hätten, das wäre ja. Dann Ist nur immer müsste der ich helle, jetzt nicht der Holz weiße farmen. helle. Das stimmt. Oh, der wird, glaube ich, fast wieder so ausschauen wie der Kaiser Franz. Na, den nehmen wir gleich. Weil dann fällt es fast nicht auf. Das. Aber Level 26 ist nicht ohne, oder? Oh, ein paar Phasen sind notwendig. Ja, wo bist denn du jetzt? Hallo? Wo laufst denn du hin? Wo ist das da leicht, der mit dem hellen Kopf? Wo ist er denn jetzt? Ah, da. Er glitscht mal wieder durch den Felsen. Wobei der da drüben, wo ist denn der jetzt wieder? Also diese Tierchen. Aha, der läuft jetzt da drüben. Oh. Kurz, es ist halt leider jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung, aber ich glaube, das war so ein Schwarzer mit hellem Kopf. Schön. Ja, der wird mal. Immer wenn ich den sehe, habe ich gerade einen Parasaurus. Und wenn ich dann einen suche, dann gibt es so einen immer gerade nicht. Das ist aber jetzt der dunkle Kopf. Gebürgs. Jetzt läuft da drüben einer. Läuft der von mir davon, oder? Ah ja, da ist einer. Da ist einer mit hellem Kopf. Und Ja. Level und männlich. Ich weiß noch nicht, vor was der genau davonläuft. Ja, wenn der mal stehen bleiben würde. Was hast du bitte? Was jagt dich? Ein Mensch. Weiblicher. Ist ja fast klar, die weiblichen sind immer die schönen. Na, das stimmt. Wölkchen. So, und da irgendwo war auch gerade dunkler, der läuft jetzt da oben wo. Ist ja nicht so einfach, die Dinger zu finden. Wo ist der jetzt hin? Ach. Läuft der jetzt da drüben? Ja. Bitte, vor was läuft der davon? Fast. Das brennt da durch den Urwald. Hallo, wo ist er? Der läuft jetzt da vorne. Versagenhaft. Jetzt schwimmt er, oder? Ups. Das kann aber jetzt nicht wahr sein, der schwimmt jetzt nicht darüber, oder? Wohin? Auf die Felseninsel rüber. Oh. Da muss ich wieder aufpassen, da gibt's Piranhas im Gewässer. Tussi, aufpassen. Oh. Hab dich verstanden, Kleine. Oh.
bin heute gleich wieder ein Level höher. Kommst du? Jetzt läuft er da vorne. Das ist ein Wahnsinn. Ich sehe den immer kurz am Horizont. Wie in einem schlechten Film bei einer Verfolgungsjagd. Immer wenn es ums Eck kommt, siehst du ihn, den du verfolgst, gerade abbiegen wieder. So, aber ich glaube, jetzt glitscht er wohl in einen Felsen rein. Jetzt schauen wir noch, ob er männlich ist. Oh, ah, Leveln hat das er gesagt. Wobei. Ist das ein Nein. Was Na. Mag ich denn leveln? Na, den wollen wir nicht. Ausdauer? Gefällt uns der. Was hat er für ein Level? Level 4. Mhm. Ja. Der merkwürdigste Teil. Holzveranda-Teile habe ich gleich wieder gebaut und die werde ich dann verarbeiten oder versetzen. Okay. Ja, ich habe meinen neuen Parasaurus noch nicht gefunden, aber die Folge wäre mal wieder zu Ende. Okay. War jetzt nicht so toll, außer dass ich quer über die Inseln da gelaufen bin. Ja, ich hoffe ja. Trotzdem, beziehungsweise du hast ja die Ansage gemacht, also deine Schlussworte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut jetzt mal wieder rein, wenn das Wölkchen, der Stampfer, die Tussi, der Anduin, die Tibra, die Sisi eventuell mit dem neuen Kaiser Franz unterwegs sind. Jawohl. Also dann, ciao.